Zu meiner Anfangszeit der Rohkost habe ich sehr viele Sprossen zu mir genommen und damals hatte ich dann so einen Rhythmus mir angeeignet bzw. angewöhnt, dass ich jeden Tag immer unterschiedliche Sprossen zum Essen hatte. Und jetzt in der heutigen Zeit mit der Inflation, steigenden Lebensmittelpreise und auch immer mehr das Gesundheitsbewusstsein der Menschen ansteigt, kommen Sprossen gerade recht, dass du auch ohne Garten oder auch Balkon bei dir im Haus dein eigenes gesundes und frisches Gemüse eigenständig anbauen kannst. Von daher denke ich mir, dass meine Erfahrungen und mein Wissen auch dir helfen können, in dieser schwierigen Situation nochmal besser durchnavigieren zu können. Also fangen wir gleich mit den ganzen Vorteilen an, die Sprossen und Microgreens bieten. Also das erste ist einfach, du hast dein eigenes frisches Gemüse, wo du weißt, dass es eine Top-Qualität, etwas, was frisch ist und deinem Körper etwas Gutes tut. Einfach aus dem Zusammenhang, dass jetzt auch auf meine eigenen Erfahrungen, ich rede ja auch mit den ganzen Landwirten, dass es halt sehr schwierig ist, nichts zu bekommen, was jetzt aus dem konventionellen Anbau bekommt, wo halt jetzt sehr viel Chemie zum Beispiel eingesetzt wird und du dir nicht sicher bist, auch bei Bio-Qualität, ob das jetzt gespritzt ist oder nicht, weil vieles fliegt ja auch in der Luft umherum und da kannst du jetzt vergewissern, wenn das Saatgut auch von Top-Qualität ist, diese Keimsaaten, dass du dann richtig qualitativ hochwertiges Gemüse aus deinem eigenen Anbau hast. Des Weiteren brauchst du jetzt nicht unbedingt einen Garten oder auch einen Balkon mit entsprechender Erde und die ganzen Aufbereitungen dahinter. Brauchst du eigentlich letztlich nur die dementsprechenden Keimutensilien bzw. Keimgeräte und Keimgläser, weil wir später nochmal dazu kommen, was du dann noch alles brauchst. Also das heißt, du brauchst keinen Garten, brauchst dir jetzt nicht unbedingt einen pachten, die ganzen Bodenaufbereitungen machen und so weiter und so fort. Zusätzlich haben Sprossen einen guten gesundheitlichen Effekt. Einerseits, das frische Grün hilft dir beim Entgiften aufgrund des Chlorophylls. Des Weiteren, besonders bei der Ernährungsumstellung zur Rohkost, auch zur schleimfreien Heilkost, haben wir viele das Problem halt aus, sagen wir mal, pflanzlichen Ressourcen satt zu werden und die Sprossen helfen dir einfach halt dabei, gut gesättigt zu werden, weil auch sehr viele Sprossen eine gewisse Art von Volumen auch bilden, die dann deinen Magen ziemlich gut füllen. Das heißt, gerade bei einer Ernährungsumstellung kannst du dann Sprossen ziemlich gut nehmen als Übergang zu nutzen. Vor allem, weil sie ja einerseits sehr sättigend sind, etwas dichter sind und du dadurch gerade am Anfangszeit deinen Hunger noch stillen kannst und deinen Körper auch auf diese Ernährungsumstellung dran gewöhnen kannst. Zusätzlich, was ich auch sehr wichtig finde, ist, wenn du jetzt zum Beispiel keinen Garten hast und auch keinen Balkon und du lebst in einer Stadt, einfach in einer Wohnung ohne die ganzen Sachen, du setzt zum Beispiel einen Sohn oder eine Tochter und du möchtest ihn halt die Natur etwas näher bringen, dann kannst du denen auch zeigen, wie man aus Sprossen einerseits sein eigenes Gemüse herstellt und dann auch den ganzen Prozess dahinter erklären. Das heißt, die lernen sozusagen am Modell, das ist das Wichtigste. Und man kann denen halt so das etwas näher bringen, wie denn eigentlich Obst und Gemüse wächst, wie Pflanzen wachsen und dann einfach den Bezug zur Natur etwas näher bringen. Nachdem wir die Vorteile besprochen haben, kommen wir zur Anleitung, wie ihr eure eigenen Sprossen ziehen könnt. Also grob, ihr braucht da erstmal eine Keimsaat, die auch wirklich keimfähig ist, die für den entsprechenden Sprossengläser oder auch etwas größere Gläser, 1 Liter, 2 Liter oder 3 Liter Gläser habe ich zum Beispiel bei mir genutzt. Da habe ich dann gereinigtes, destilliertes Wasser oder Osmosewasser genommen und das da für 8 bis 12 Stunden einweichen lassen über die Nacht. Und am Morgen habe ich das ganze Einbachwasser auch gleich wieder weggespült und den entsprechenden Vorrichtungen oder auf die Gestelle das hingestellt, umgedreht natürlich, damit das Wasser abfließen kann. Und dann habe ich dann für ungefähr 2 bis 3 Tage immer morgens und am Abend geschaut, durchgespült, damit es ein bisschen luftdichter auch wird und auch nicht anfängt zu schimmeln. Und nach ungefähr 2 bis 3 Tagen sind dann auch die ersten verzehrfähig gewesen. Die ganzen Utensilien wie zum Beispiel Sprossengläser oder auch größere Gläser, 1 bis 2 oder 3 Liter Gläser, sowie auch Sachen zur Wasseraufbereitung findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr da auch gerne mal vorbeischauen und über den Link, wenn ihr dort einkauft, dann bekomme ich dann eine Provision, aber ihr zahlt nicht mehr und ihr unterstützt dadurch nochmal zusätzlich mein Permakulturprojekt. Nach der kurzen Anleitung kommen wir erstmal zu den Sprossen, die ich euch empfehlen kann, damit ihr nicht alles Mögliche rumtesten und ausprobieren müsst. Das habe ich nämlich gemacht und dann möchte ich euch jetzt einfach hier die Sprossen sagen, die mir am besten geschmeckt haben, die auch am einfachsten zu ziehen sind, auch sehr ertragreich
Und da fangen wir gleich an mit den Alfalfa-Sprossen. Das Gute an den Alfalfa-Sprossen ist, dass er nur sehr wenig benötigt, meistens nur 20 bis 50 Gramm. Und die wachsen wirklich in einem so großen Volumen heran. Also ich habe die immer in meine 3-Liter-Gläser reingetan und die sind dann wirklich nur zu 20 Gramm ungefähr und die haben das ganze Glas halt auch sofort gefüllt. Und ich finde halt, dass die Alfalfa-Sprosse einerseits sehr gut im Geschmack ist, auch passend zu einem Salat zum Beispiel ist, aber auch aufgrund dieser Masse, dieses Preis-Leistungs-Verhältnis auch optimal ist und genau in dieser jetzigen Krisensituation oder auch wenn es mal zu Lebensmittelknappheit kommt, ihr euch mit Alfalfa-Sprossen einen ziemlich guten Vorrat machen könnt. Als nächstes kommen wir zu den Mungbohnensprossen und die habe ich wirklich sehr wertgeschätzt, weil sie sehr knackig sind, einen sehr guten Geschmack, saftig und auch gerade in der Anfangszeit zur veganen Lebensweise oder zur Rohkost, also zu einer Ernährungsumstellung, sehr sättigend sind, weil sie halt etwas dichter sind und auch sehr geeignet zum Beispiel auch für Sportler, wie ich finde. Dann des Weiteren auch die Sonnenblumensprossen oder auch Sonnenblumengrün, wirklich ein wichtiger Bestandteil damals zu meiner Anfangszeit der Rohkost auch gewesen. Einerseits, weil halt die Sonnenblumensprossen sehr nussigen Geschmack haben, mit der Kombination von dem Fett auch sehr einzigartig und der Geschmack auch ist und auch für die Übergangszeit sehr einfach zu keimen ist. Und hier auch ein Top-Tipp für an euch: Man kann die auch sich sehr günstig holen, wenn man zum Beispiel große Päckchen oder große Säcke für Vogelfutter holt. Man kann sich ja Vogelfutter holen, wo ja nur Sonnenblumenkerne drin ist. Sind und da ist halt, wissen halt die wenigsten, ist man schaut halt sehr gut auf die Qualität von Tierfutter im Vergleich zu den Lebensmitteln, wie man bei uns im Supermarkt findet. Also, es ist schon sehr interessant, dass das Futter für Tiere höhere Standards und Kontrollen unterzogen wird als das Futter für oder das Essen für die Menschen. Faszinierend. Also, von daher schaut, dass ihr da günstigere Bezugsquellen sucht bzw. findet. Wenn ihr halt einfach schaut, Sonnenblumenkerne, die halt als Tierfutter verkauft werden. Dann auch sehr beliebt sind die Buchweizensprossen, weil sie auch sehr nussigen Geschmack haben und auch für Sportler sehr interessant sind, auch wieder sehr sättigend und für den Übergang sehr geeignet, wenn man eine Ernährungsumstellung macht. Und bei den Buchweizensprossen muss man ein bisschen aufpassen, weil jetzt einen sehr großen Schleim am Anfang bilden. Und das merkt man auch, wenn man die ins Einfachwasser da einlegt über mehrere Stunden, dass sich da dieser Schleim bildet und die allgemein etwas verschleimen. Und dieser Schleim, man kann die Buchweizensprossen schon nach einem Tag essen, da fangen sie leicht an zu keimen. Aber ich würde sie so 2 bis 3 Tage, kurz bevor sie grün werden, dann verzehren. Da sind sie am, haben sie am wenigsten Schleim, sind am nussigsten und da haben sie mir auch am besten geschmeckt. Dann auch, was ich von dem Geschmack her sehr einzigartig fand und ich auch sehr gerne gegessen habe, ist Bockshornklee. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, mal Bockshornklee auszuprobieren. Wie gesagt, einen sehr einzigartigen und nussigen Geschmack, noch sehr saftig. Und dann auch noch zum Schluss Brokkoli für die Leute, die es halt ein bisschen schärfer mögen, natürlich aber auch dementsprechend Brokkolisprossen auch etwas teurer sind. Aber diese Senföle sorgen halt für die Schärfe bei den Brokkolisprossen und gerade vielleicht im Winter, wenn Leute Probleme haben mit ihrer Entgiftung und mit ihrem Kreislauf und ihren eigenen Körper zu wärmen, kann man zum Beispiel auch Brokkolisprossen nutzen, um halt ein bisschen Pep und Kick bei sich in den Speiseplan mit zu integrieren. Voll vergessen habe ich die schwarzen Linsen. Die habe ich damals zu meiner Anfangszeit eigentlich jeden Tag zu mir genommen. Einfach aus dem Grund, weil sie halt nach 2 bis 3 Tagen auch recht nussig sind, saftig und auch sehr preiswert. Und damals war ich ja ein Student, wo ich angefangen habe. Und es kann auch für euch interessant sein, die jetzt vielleicht etwas weniger Geld zur Verfügung haben, dass man sich da günstig und preiswert Sättigungsquellen zu sich holt und das halt auch mit verschiedenen Linsensorten und ich habe halt die schwarzen Linsen am liebsten gegessen. Jetzt zum Abschluss bekommen wir noch einige Rezepte bzw. kreative Impulse von mir, wie ihr die zum Beispiel bei euch in die Ernährung mit integrieren könnt. Einerseits könnt ihr sie pur so essen, das habe ich damals gemacht, hatte ich damit überhaupt gar kein Problem. Ist halt eine Gewöhnungssache. Sonst könnt ihr die zum Beispiel bei euch in den Salat mit reintun oder als Deko oder mit als Füllung zum Beispiel nutzen für Pasteten oder für Wraps zum Beispiel. Ich habe es ja auch mal mit einem Smoothie mit reingetan, auch ein paar entsaftet. Ich werde euch auch unten in der Videobeschreibung weitere
Rezepte verlinken, beziehungsweise auf einer Seite, wo ihr dann wirklich eine Fülle herbekommt, wo ihr die eigentlich überall mit integrieren könnt. Die passen eigentlich überall mit dazu, so als kleiner gesunder Snack, als Beilage sind überall, kann man die mit rauf tun. Also man muss einfach nur kreativ werden. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Schaut auch gerne auf meiner Webseite vorbei. Dort tue ich regelmäßig neue vegane und rohköstliche Rezepte schreiben. Und sonst kann ich dir auch mein letztes Video empfehlen, wie du dich für die Krise vorbereiten kannst. Und 99% der Menschen das auch einfach vergessen, was man noch zusätzlich zur Krisenvorbereitung machen kann. Stichwort Fasten. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.